So, Watoga, wir kommen. Watoga, wir kommen. Ich bin im Schwaffenbuff-Modus, wobei ich werde erstmal aus der Distanz schießen wollen. Und das kann ich natürlich am besten mit unserem blau eingefärbten Fantastic 5000 Jagdgewehr. Sind hier überhaupt noch Roboter? Oder wurden die heute schon alle dezimiert? Da ist einer. Das zählt als Roboter. Das zählt als Roboter. Oder? Oder? Ja, das zählt. Theoretisch bräuchten wir nur 10 Augenbots finden. Dann hätten wir echt einen leichten Job hier. Aber ich glaube, so viel Glück werden wir nicht haben. Da ist einer. Hey! Hey, hey, hey! Ach, stimmt. Ach, die haben wir ja alle deaktiviert. Alles cool. Stimmt, da war ja was. Wir sind ja der absolute Herrscher hier. Ja, trotzdem, ne? Sobald wir die angeballert haben, die Lady da vorne, wird's kritisch. Vielleicht nehmen wir dafür die Alois. Aufs Bein! Aber naja, gut, die war auch nur Level 24. Ist jetzt am Krabbeln, ne? Alles cool. Ja, tut mir leid. Aber die war immer noch nicht rot. Greift die uns jetzt an? Die war nicht rot. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Da ist nämlich noch ein Aggressotron. Oh, nicht, dass die explodiert, ne? Gut, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon tot. Ist mir schon viel zu oft passiert. Hallo? Oh. Genau, macht ihr das erstmal unter euch aus? Ich halte mich da kurz raus. Warum macht der nichts? Warum macht der Aggressotron nichts? Greif an! Nicht mal auf den Aggressotrons funktioniert der Aggressotron-Kopf so richtig. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, ne? Aber wenn sie auf uns ballern, ne? Ein Schuss tot. Oder? Oder wie siehst du das? Kann ich nicht mal anvisieren. So, jetzt alle zurück auf ihre Position. Einmal schön durchladen, bitte. Und dann KWMs. Floppdiwupp. Weg. Was liegt da? Ein Mr. Handy. Oder ein Mr. Gatzi. Colonel Gatzi. Okay. Dann wird das hier leichter als erwartet. Wo sind die nächsten Roboter, die ich nicht anvisieren kann, weswegen ich nicht die VRTS-Taste hämmern muss? Da haben wir wieder die nächste. Hallöchen. Warte mal, das möchte ich ausprobieren, ganz kurz. Entschuldigung. Greifst du uns jetzt an oder bist du trotzdem cool? Ist trotzdem cool mit uns, ne? Okay. Damit kann ich leben. Auf jeden Fall. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein paar weitere wehrlose Roboter in Watoga zu eliminieren. Das macht die ganze Sache hier ein bisschen einfacher, ne? Aber auch ein bisschen lamer, wenn man hierher kommt. Oh Gott, zum Leveln. Cool bleiben, die können dir nichts, Leo. Trotzdem. Immer wieder. Was? What? Was ist denn jetzt passiert? Da war doch gerade ein Protektron. Und plopp war er wieder weg. Wie bitte? Sorry, euer Ernst hier. Eine Sekunde. Komm ich hier hoch? Nein. Dann nehme ich halt den anderen Protektron, der hoffentlich nicht auch verschwunden ist. Hallo, da ist er ja. So. Wir brauchen eine gehörige Portion Abstand. Ansonsten jagen wir uns selber in die Luft. Hey, sorry, mein Fehler. Leo, Sie sind schon wehrlos.
Du musst sie nur noch treffen. Ach so. Aber so langsam müssen wir doch 10 voll haben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 8 haben wir bestimmt schon. Oh. Ich war nicht im Schrotflintenmodus, mein Fehler. Aber der ist auch Level 50. Komm schon, was soll denn das? Wird hier überhaupt noch mitgezählt? Ach, jetzt haben wir 8. Alles cool, alles cool. Ich dachte schon, wir werden hier betrogen oder so. Mr. Handy! Mr. Protectron! 20 sehr leicht verdiente Atome. Und damit wären wir hier auch fertig. Lasst uns Stern töten. Wobei, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Da ist eine Heft-Location und eine Wackelpuppen-Location. Aber vielleicht hat die ja schon eine abgegrast. Eventuell. Oh, das ist auf der anderen Seite, ne? Uncool. Dann nehme ich alles zurück. Lasst uns zu Stern gehen. Ein leckeres Sternburg trinken. So, wo wollen wir hin? Das war hier, genau. Wir ballern erstmal rüber nach Seneca Rocks. Oder hier, genau, mal ins Camp eines Mitspielers. Schupos. Na dann eben erstmal kurz zu Schupos. Vielleicht hat der ja eine Waffe, die wir suchen, weil er regelmäßiger farmen geht. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Irgendwas Cooles in Sachen Unterhebelgewehr oder noch ein noch besseres Jagdgewehr wäre super. Dann der Plasma ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also ist schon die mächtigste Waffe, die wir haben. Kostet zwar einiges an Munitionsvorbereitungen und naja. Und manchmal landet man einfach unter der Erde oder so. Hey, Hilfe! Schupos! Schupos! Ich steig mal kurz aus meiner Rüstung aus. Geht nicht. Naja, das ist auch Fallout 76. Jetzt nochmal bitte. Kann man sein Camp vielleicht genau so platzieren, dass sowas immer passiert? Das wäre doch gemein, oder? Aber ein schönes Camp. Also, mir kommt das sogar ein bisschen bekannt vor. Nicht, dass wir hier schon mal waren. An einer anderen Location oder so. Ist ja gut möglich. Das ist ja, ne? Nee, das ist... Ach ja, das ist auch... Ja, genau, stimmt. Das ist eine andere Begleitperson fürs Camp. Cool, cool, cool. Ich guck mich nur ein bisschen um. Bisschen Sightseeing. Ja, da schön eingerichtet hier, ne? Wirkt nicht leer. Nicht zu übergroß. Mit den Lampen, vor allem mit den Spots. Das sieht ja cool aus. Und ich glaube, hier werden auch seine Hefte nicht angezeigt. Und generell, die Schränke wird er nicht leer gelassen haben. Tipp ich mal jetzt. Haben wir Ramschkram zum Zerlegen? Nein. Haben wir nicht wirklich, ne? Wir waren ja auch gerade alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Vorsichtig. Ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen. Ja, ich auch nicht. Muss man einen Schluck trinken, ne? Mais, ne? Ja, ist natürlich klar. Mais ist das Allerbeste. Das Beste, was uns hier passieren konnte. In dieser verstrahlten Postapokalypse. So viele Läden. Da wollen wir nochmal gucken. Was hat er denn Gutes für uns? Munition hier erstmal, ne? Ich bin eigentlich gerade nur auf Waffensuche. Tesla-Gewehr des Berserkers? Nee, nicht wirklich. Da haben wir das Mutanten. Und das Mutanten ist für uns die bessere Alternative. Nein. Ultrazeit Gatling-Laser des Henkers? Nein. Schwarzpulvergewehr des Junkies? Wir haben Doppelschuss, ne? Die Doppelschuss-Schwarzpulverpistole. Die macht 515 Schaden. Aber da ist der doppelte Schuss schon mit einberechnet. Habt ihr mir mal in die Kommentare geschrieben. Da muss der also auch sitzen, damit 515 abgezogen wird. Aber hier für 199? Ah, aber das ist der Schaden, den das Gewehr macht. Das ist jetzt, da ist ja nichts mehr dran zu rütteln oder so, ne? Wir können jetzt noch ein bisschen Sachen Abhängigkeit machen und
Da wird jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt da schon die Adrenalreaktion rauf gerechnet wird, obwohl es hier noch im Laden ist. Aber 199 ist ja auch nicht viel eigentlich, ne? Aber Gewehre, da müsste ich jetzt keine Extrakarten mir für holen, um das mal zum Spaß to the max zu bringen. Ach komm, 199. Aber dafür verkaufe ich dann die Schwarzpulverpistole wieder. Genau. Wir nehmen das Schwarzpulvergewehr des Junkies mit. Just for fun. Einfach mal ein bisschen Kohle ausgeben. Bisschen Konsum, mehr nicht. Hallo? Es will nicht. Warum will es nicht? Nicht, dass ich es doppelt kaufe. Nee, ist glaube ich hängen geblieben. Irgendwas hat hier gerade nicht funktioniert. Nochmal. Jetzt. Verkaufsautomaten von Spielern sind derzeit deaktiviert. Was? Wie bitte? Aber warum denn? Wird hier schon wieder gehackt? Wird hier schon wieder... Wer hackt hier? Bist du das? Keine Ahnung. Ist natürlich schade. Dann brauche ich gar nicht weiter gucken. Weil, nun ja. Nein. Danke. Ich könnte noch das ein oder andere unnachgiebige Rüstungsteil gut gebrauchen. Aber den anderen Schmarrn kannst du behalten. Warum kann ich die Waffe jetzt nicht kaufen? Das finde ich echt schade. Was habe ich davon? Ich kann ja mal Preise vergleichen. Kampfrüstung. Nee. Alles cool. Bauplan Garagentour. Das haben wir noch nicht, ne? Aber ich kann auch hier wieder nicht kaufen, ne? Schade. Hat er die selber deaktiviert oder wird das jetzt von Bethesda ausgemacht? Gute Frage. Werden wir wahrscheinlich nie beantworten können. Trotzdem ein sehr, sehr schönes Cam. Das Cam, dem du vertraust. Ja. Aber wo ich nichts kaufen kann, ne? Vertrauen ist gut, kaufen ist besser. Aber wir machen uns vom Acker, ne? Wir machen uns vom Acker. Wir wollen rüber zu Stern. Kann ich den Rest nicht sogar laufen? Ja, theoretisch schon. In die Richtung müssen wir. Und zwar natürlich in unserer Powerrüstung. Für nicht ausgeführte Dreipunktlandungen. Aber guckt euch mal den Himmel an. So richtig schön Vanilla Sky. Ist auch ein ganz cooler Film, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der hat bei mir so ein cheesy Bonus, ne? Den habe ich früher ganz gerne geguckt. Egal, weiter geht's. Hey, hello. Floppdiwupp. Einmal schön runtergesprungen, bitte. Und nochmal. Geht doch. So, wir sind fast da. Aber das wird einen Grund haben. Also entweder hat er seine Verkaufsautomaten selber deaktiviert oder es war Bethesda. Aber heute soll ja auch irgendwie noch... Oh, stopp, wer ist hier? Oh, Mistviecher! Oh, oh, stopp, es sind zu viele! Lauf, Leo! Oh. Die sind gefährlich. Ja, komm raus. Meine Güte, ey. Was soll denn das? Und dann nicht mal ein paar Stacheln am Start. So viele Red-Skorpione. Meine Güte. Egal, wieder zurück ins Sniper-Loadout. Und wir gehen Richtung Stern. Ist ja schon einer. Kann ich schon einen sehen? Oh ja, da. Blutadler Henker. Harald der Henker. Wurde beim Gitarrespielen erschossen. Hinterrücks. Von einem Vault-Bewohner. Einem Vault-Bewohner aus der Vault. Was? Hat sich gleich der nächste hingesetzt? Also der hat es auch nicht anders verdient, muss ich jetzt mal so sagen. Hat er nicht. Aber da sind noch mehr. Na, wo? Oh, da. Da guckt ein zipfliches Kopf rüber. Und wir erwischen es sogar. Der Server ist uns heute hold. Wo? Da. Schön. War der Stern schon dabei? Nicht wirklich, ne? Hey! Hallo Leute, Mensch. Ist doch gut. Wir hätten das auch so erledigen können. Oh!
versaut. What? What? Von wo? Habe ich gerade nicht mitbekommen. Von da. Die haben uns angegriffen. Plasma-Kartusche. Jawohl! Was hast du, ein Plasma-Gewehr? Ja, er hat ein Plasma-Gewehr, aber kein legendäres. Wir können einen Ultrazitverschluss ranbasteln, aber wir haben kein... leider kein legendäres Plasma-Gewehr. Trotzdem nicht. Aber trotzdem, wir brauchen ja noch mehr Modifikationen, falls wir dann irgendwann mal das legendäre Plasma-Gewehr bekommen. Das ist meine Top-Waffe gewesen bei meinem ersten Durchlauf in Fallout 3. Da habe ich mir ein Plasma-Gewehr geliebt, ne? Und ich will mindestens ein cooles Plasma-Gewehr bei mir im Stash haben. Auch wenn der rote Prügler dafür weichen muss, weil ich die Tragekapazitäten brauche. Ja, ist so leise geworden gerade. Hallo? Die Musik ist weg, die Hintergrundmusik. Ich war das nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Muss ich jetzt wieder selber Musik reinschummeln? Über Spotify? Hashtag no Werbung. Da kommt ein Hund. Ich schmeiß ihn mal an. Nee, stopp! Falsch, stopp! Das ist noch meine andere Playlist. Ich glaube aber nicht, dass jetzt gerade was GEMA-Relevantes abgespielt worden ist. Das war Ion Sur. Knock on my Cazador. Und am Anfang wird er nur gepiept. Der macht manchmal schon komische Musik, ne? Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Ion Sur ist ganz großartig zum Lesen. Oder Ion Sur, Ion Sur, ich weiß es nicht. Möchte mich damit jetzt auch nicht in die Nesseln setzen, was ich wahrscheinlich schon getan habe. Seneca, Gang, Lager. Erstmal klauen wir hier schön dem Hund den Napf. Mhm, okay. Ja, nehme ich. Nein. Was ist hier los? Wo ist Stern? Verflucht doch mal, wo ist Stern? Blutadler Schwur. Zertrampelt die Schwachen mit unseren Füßen! Seid bereit für Krieg! Badet im Blut! Blutadler! Keine Angst! Blutadler, weil du es kannst! okay. Alles klar. Blutadler. Hört sich ganz schön radikal an, muss ich sagen. Mit denen ist, glaube ich, nicht so viel zu diskutieren. Die können nur draufhauen. Habt ihr gerade gesehen, wir haben eine Maschinenpistole bekommen. Eventuell ein neues Teil für Jim Carroll. Die Musik ist irgendwie völlig Panne gerade. Mal laut, mal leise. Vielleicht, weil das ja hier so eine Art Questgebiet ist, wo NPCs eventuell stehen können oder so. Und die Musik wird ja immer leise, wenn man mit NPCs redet. Aber trotzdem weit und breit kein Star. Aber vielleicht können wir hier noch irgendwo rein. Ich bin noch in dem Gebiet, oder? Was? War schon dabei? Ich habe schon wieder verpeilt? Das gibt's ja nicht. Wir haben Stern eliminiert. Okay, dann sind wir ja sogar fertig. Cool. Mein Fehler. Wie immer, mein Fehler. Und ich kann mich vor dieser Verantwortung nicht drücken. Hier gibt's keinen Zerlegetisch, ne? Schade. Könnte ich jetzt gerade noch gut gebrauchen? Na gut, dann wär's das soweit. Wir können wieder zurück zu Beckett. Der alten Nase. Mal gucken, was er uns dazu erzählt. Ne, hier gibt's wirklich nichts weiter. Alles klar, na gut. Dann erstmal Rücktour nach zu Hause. Nein, stopp. Gibt's hier vielleicht noch ein Event? Kryptisch. Ist hart. Kryptisch ist sehr hart. Aber hey, die sind Level 55 und 50 und gehen das an. Ich muss das sowieso noch tun, aber ich glaube, ich muss, um gleichzeitig, was ich dann auch vorhätte, um eine weitere Zwischenprüfung in Sachen Opossum-Patches zu absolvieren, müsste ich der Leiter sein. Und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig und da müsste ich sehr viele Stimpacks einpacken. Aber danach ist mir sowieso gerade nicht, das mache ich nicht. Aber die Opossum-Badges werde ich alle noch holen, damit wir endlich unseren riesigen Rucksack bekommen, auch wenn wir den jetzt nicht mehr so nötig haben, aber trotzdem, da habe ich mich dran festgebissen. Okay, nach Hause. Nach Hause!